Smarana, lieber Mensch, Smarana, lieber Lichtarbeiter, voller Freude lade ich dich ein zu der heutigen Meditation und Botschaft der geistigen Welt. Wir werden immer begleitet, wir sind niemals allein. Wir sind stets verbunden mit der göttlichen Liebe, welche uns führt und trägt. Und so bitte ich dich jetzt, das Licht der göttlichen Liebe einzuatmen und dich mit diesem Licht auszudehnen, mit diesem Licht zu wachsen und zu scheinen. Und in diesem Moment beginnt dein ganzes energetisches System, das Licht der Liebe Gottes, wieder zu spiegeln. Das hellgoldene Licht von Gottes Liebe, welches sich um deine Schultern gelegt hat, welches dir das Gefühl der Liebe, des Schutzes und der Wahrheit gibt. Dieses Licht wird dich nun begleiten. Und so spricht Gott zu dir. Liebes Menschenkind, vertraue deiner Seele. Vertraue deinem Herzen. Und erkenne deinen Weg. Gottes Liebe ist bei dir. Gottes Liebe schützt dich. Und so lass dich nun von deiner Seele führen. Führen in den Raum der Heilung. Mit einem tiefen Atemzug, in dem du dich fallen lässt, trägt dich die Liebe deiner Seele in diesen Raum. Es geschieht über die Linien der Zeit wie von ganz allein. Und dort wirst du empfangen von reinigenden Energien. Nimm dir nun ein wenig Zeit, damit die Reinigung für dich vollzogen werden kann. Viele Engel haben sich versammelt, um dir beizustehen, um dich erkennen zu lassen, wo deine Schwächen sind, um dich erkennen zu lassen, wo etwas gelöst werden darf. Und wenn du möchtest, dann lasse nun all das, was dich belastet, nach oben auf deine Seelenoberfläche hinaufsteigen. Lasse die Gefühle, welche dich belasten, nach oben kommen, denn sie werden gereinigt. Sie werden liebevoll aufgelöst und in das Licht der Liebe umgewandelt, so dass du freier atmen kannst und dass deine Schultern ganz leicht werden. Lasse alles los, auch das, was dich unbewusst belastet, darf nun gehen.
denn nach der Reinigung wirst du in den Spiegel der Klarheit schauen. In diesem Spiegel wirst du dein neues Lichtkleid erkennen, welches voller Klarheit leuchtet. Und in diesem Spiegel wirst du auch deinen Seelenweg erkennen und die Richtung, in welche du gehen möchtest, solltest, welche die gute Richtung ist, das wirst du ganz tief in deinem Herzen spüren. Und auch jetzt in diesem Moment kannst du deiner Seele eine Frage stellen. Du wirst ein Zeichen erhalten. Nachdem du dieses Zeichen erhalten hast, bedanke dich bitte bei deiner Seele, denn es kommt von deiner Seele, von deiner Intuition und deiner Liebe. Und ab jetzt begleitet dich die neue Wahrheit, das Vertrauen auf deinen Weg und die Kraft, das Licht weiterzugeben. Und zu erkennen, was gut und richtig für dich ist. Und nun lass dich von deiner Seele wieder zurückbringen in dein Hier und Jetzt, in deine Dimension und spüre die neue Klarheit, die du trägst, und spüre auch Gottes Liebe, denn sie ist immer noch bei dir, sie wird dich immer begleiten. Und dann nimm dir so viel Zeit, wie du benötigst, um langsam wieder in das Hier und Jetzt zurückzukommen. Ich danke dir sehr, dass du heute hier warst und diese wundervolle Ausdehnung bekommen hast. Ja, meine Lieben, für mich war es so richtig schön. Ich fühle mich also total ausgedehnt und angenommen und geliebt. Ich danke dem lieben Gott, unserem Schöpfer, für die wundervollen Energien, die uns zur Verfügung gestellt wurden. Und ich wünsche euch innerhalb der nächsten 2 Monate, Juli und August, ganz viel Kraft und Klarheit. Das Licht kennt seinen Weg und die Wahrheit wird sich uns zeigen. In diesem Sinne, alles Liebe für euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.